Wen wählt das Saarland 2024? Mein Name ist Isabella und ich rede heute mit Michael Forster, Pascal Cornelario und Professor Dr. Marc Piazzolo. Herzlich willkommen. Heute reden wir über die Oberbürgermeisterwahl in Homburg mit drei der Kandidaten. Also erstmal vielen Dank, dass ihr heute hier seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich würde sagen, damit jetzt erstmal die Zuschauer wissen, wer hier gerade vor mir sitzt, starten wir mit einem kleinen Elevator-Pitch. Folgendes, wir stellen uns das Szenario vor. Ihr seid in einem Fahrstuhl und ihr habt jetzt Zeit, bis in den 30. Stock zu fahren und sitzt da, oder steht da, besser gesagt, mit einem Erstwähler oder generell mit einem Wähler. Jetzt, wie überzeugt ihr den, wie stellt ihr euch vor und wie überzeugt ihr den während der Fahrstuhlfahrt, euch zu wählen? Damit würde ich sagen, starten wir. Ich denke, das ist eine ganz angenehme, knackige Vorstellung. Dann, ja, wer will anfangen? Das überlasse ich euch. Lieber Erstwähler, hallo. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Pascal Cornigliaro. Ich komme aus Einöd, bin der jüngste Bewerber für die Oberbürgermeisterwahl mit 46 Jahren. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und ich habe viel vor in der Stadt. Ich bräuchte Unterstützung und würde mich freuen, wenn Sie Fragen haben, gerne melden, einfach im Internet den Namen eingeben und dann kommen dort alle Kontaktdaten und dann kann man sich nochmal unterhalten. Ich heiße Michael Forster, bin 57 Jahre alt, bin in Homburg geboren, aufgewachsen und habe Jura studiert. Ich bin Jurist, war als Rechtsanwalt tätig, war lange in der Verwaltung, bin seit 5 Jahren Bürgermeister der Stadt, führe seit fast 5 Jahren auch die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters. Und in mir hat man eine sehr verlässliche Person. Ich bin in Homburg verwurzelt, habe gezeigt, dass ich Homburg führen kann und würde mich freuen, wenn eben auch ich unterstützt werden würde, in den Projekten, die vor uns liegen, denn Homburg hat eine gute Zukunft und die würde ich gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gestalten. Perfekt. Und dann noch einmal. Ja, lieber Erstwähler oder Erstwählerin, mein Name ist Marc Piazzolo. Ich wohne hier seit 25 Jahren in Homburg, bin also sozusagen der einzige Reingeschmeckte. Aber nichtdestotrotz engagiere ich mich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Politik, jetzt dann auch als Fraktionsvorsitzender einer größeren Fraktion und möchte etwas und habe gesehen, was man in Homburg noch verbessern kann. Das sind so ein paar Themen, die mir auf dem Herzen brennen. Ich bringe viel Verwaltungserfahrung mit aus der Hochschule, habe auch Verwaltungswissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert, 60 Jahre alt, habe im Bundeskanzleramt gearbeitet, in der Dresdner Bank als Länderrisikoanalyst. Also ich bringe auch die Erfahrung von außen mit rein und das würde ich gerne zum Wohle Homburg auch in Zukunft machen können. Vielen Dank erstmal für eure Vorstellung. Dann würde ich sagen, würde ich gerne ein bisschen was über eure Motivation erfahren, da so ein bisschen, ja, quasi, warum man Oberbürgermeister bleiben will oder werden möchte. Dann würde ich vielleicht erstmal anfangen mit dir, Michael. Und zwar, du bist ja mehr oder weniger so ein bisschen in das Amt reingerutscht 2018. Und da wäre jetzt meine Frage, was motiviert dich, in dem Amt jetzt zu bleiben und warum bewirbst du dich jetzt für das Amt, um es weiter auszuführen? Ja, du hast schon richtig gesagt, ich bin quasi in dieses Amt reingerutscht. Ich habe ja wegen der Suspendierung des Oberbürgermeisters die Amtsgeschäfte übernommen. Und dann war es zuerst einmal für mich die Aufgabe, die Verwaltung zu konsolidieren. Das ist mir auch gelungen. Und natürlich habe ich dann gleichzeitig Projekte auf den Weg gebracht, die auch konkret in der Planung sind, die auch konkret ja auch vom Stadtrat schon beschlossen wurden. Die gilt es jetzt umzusetzen. Und natürlich ist das für mich Motivation zu sagen, das, was ich auf den Weg gebracht habe, das mache ich auch fertig. Und das würde ich auch gerne vollenden in der nächsten Amtszeit. Und deshalb ist das für mich auch eine große Motivation, als Oberbürgermeister zu kandidieren und die nächsten 10 Jahre die Geschicke der Stadt zu lenken.
Vielen Dank. Ich denke, über die Projekte werden wir später noch ein bisschen thematisch auf jeden Fall reden. Dann wäre meine Frage an dich vielleicht. Marc, du bist ja eher aktuell an der Hochschule tätig. Du hast ja gerade schon angesprochen. Was bringt einen dann dazu, dass man sagt, okay, ich verlasse jetzt die Hochschule und werde Oberbürgermeister? Was ist da so die Motivation? Ja, die Motivation ist eigentlich die, dass ich schon von Jugend auf in der Kommunalpolitik, jetzt nicht hier in Homburg, aktiv war und Verwaltungswissenschaften studiert habe und eigentlich mit dem Ziel, irgendwann mal auch ein öffentliches Amt anzustreben. Ich bin der Einzige, der vor 10 Jahren schon mal seinen Hut in den Ring geworfen hat und ich denke mit einem recht respektablen Ergebnis. Manches wäre vielleicht in der Vergangenheit... Was? Ganz gut, ja. Ja, ja. Aber manches wäre in der Vergangenheit, hätte Homburg sich anders entschieden, vielleicht gar nicht so schlecht gelaufen. Ja. Und eben jetzt seit ein paar Jahren dann auch in der Fraktion als Fraktionsvorsitzender. Und das heißt, da arbeiten wir ja auch eng miteinander. Also viele Projekte haben wir gemeinsam angestoßen. Jetzt aus meiner Warte, manches hätte schneller gehen können. Also es gibt natürlich da noch ein paar Unterschiede, über die sollten wir reden. Aber wir haben das ja auch immer kritisch und wohlwollend dann auch begleitet. Und das möchte ich noch ein bisschen in bestimmten Sachen ein bisschen schneller durchführen. Dann jetzt noch der Letzte im Bunde, und zwar Pascal. Du bist ja gerade Abgeordneter im Saarländischen Landtag. Was bringt einen dann dazu, zu sagen, okay, ich verlasse den Landtag und werde Oberbürgermeister, also so ein bisschen nochmal auf die kommunale Ebene und weg von der Landespolitik? Wie kommt man dazu? Ich mache beides. Wobei, es ist normal eigentlich so, wenn man zum Oberbürgermeister gewählt wird und es geht los mit der Amtszeit, dann legt man das Mandat des Landtagsabgeordneten nieder. Ich glaube, es würde sich rein rechtlich vertragen, aber wenn, dann ist man dann ganz für die Stadt da. Und ich glaube, es füllt auch aus. Also man ist sowieso rund um die Uhr jetzt unterwegs. Geht mir jetzt im Moment auch schon so viel zu tun. Und warum ich das mache? Ich bin in Homburg geboren, ich bin in Homburg aufgewachsen, meine Kinder sind dort aufgewachsen, ich bin dort zur Schule gegangen. Gearbeitet habe ich noch nicht in Homburg, außer ehrenamtlich, aber jetzt ist halt immer eigentlich berufliche Stationen in anderen Städten, in Neunkirchen, Saarbrücken und Metz. Es geht aber darum, jetzt auch der Stadt etwas zurückzugeben, der man halt die Wurzeln hat. Ich habe einige andere Ansätze als bisher, ich bin der Meinung, die letzten 10 Jahre für die Stadt waren nicht sehr gut gelaufen. Da gibt es noch hohes Verbesserungspotenzial. Und eigentlich bin ich das Gegenmodell zu den anderen Bewerbern. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich der Jüngste bin. Ich würde mehr Schwung mitbringen, viele Ideen. Und da steckt viel drin. Ich hoffe, also wir können ja noch ein bisschen ins Detail gehen, was alles kommt. Aber ich sage mal, der Ansatz wäre bei mir ein gänzlich anderer. Und insbesondere, was die Verwaltung, die Verwaltungsführung angeht, hätte ich andere Ansätze als in den letzten Jahren. Okay, dann sind ja schon so ein bisschen angeklungen, dass wir auch thematisch einsteigen und ich würde sagen, dann machen wir das jetzt auch. Genau, und zwar würde ich als erstes mal mit dem Thema Wirtschaft starten, weil ich sage mal so, Homburg ist ein sehr starker Wirtschaftsfaktor im Saarland, starker Wirtschaftsstandort. Und da wäre jetzt meine erste Frage, dass jeder von euch mal ein Unternehmen nennt, was er in Homburg total toll findet, was ihm gerade so wirklich direkt in den Sinn kommt, was für gute Arbeitsplätze sorgt. Genau, also auch da, wer anfangen möchte, ist mir egal. Ich kann mal starten. Also wir sitzen ja hier in einer Theke. Ja, und dann liegt es natürlich nahe, jetzt weiß ich gar nicht, ob es hier ein, also ich meine, für die Zuschauer, es ist morgens um 10, ja, oder knapp vor 10, also das heißt, deswegen steht jetzt auch nur Wasser da, aber das Vorzeigeunternehmen, was mir einfallen würde, ist eben, oder was ich auch ganz gut kenne, das ist die Carlsberg Brauerei, die in Homburg verwurzelt ist, ein Mittelständler, der auch mal bei Finanzierung neue Wege gegangen ist und das erfolgreich, der immer wieder neue Produkte, das Unternehmen immer wieder neue Produkte auf den Markt wirft, was auch im Ausland aktiv ist, also exportorientiert. Und das wäre für mich so ein Vorzeigeunternehmen. Es hat auch einen Geschäftsführer oder sagen wir mal eine Geschäftsführung, die auch mit vielen Innovationen arbeitet, die Homburger mitnimmt, also die Braunacht beispielsweise, und natürlich damit auch im Saarland und in der Region präsent ist. Ja, dann machen wir gerade weiter. Ich würde Naturwaren Dr. Theis nennen als Unternehmen, das
super zu Homburg passt. Das ist ein Unternehmen, das in den letzten Jahren eine Wahnsinnsexpansion hingelegt hat, schafft sehr, sehr viele Arbeitsplätze in Homburg und ist eben auch ein Unternehmen, das ja, fast weltweit agiert, ein mittelständisches Unternehmen, das in einem Bereich tätig ist, der aus meiner Sicht auch wunderbar zu Homburg passt. Auch dort werden sehr, sehr viele Innovationen geboren, die auch so diesen Ausdruck vermitteln, den Homburg eigentlich auch hat. Du hast es ja schon gesagt, wir sind ein starker Wirtschaftsstandort. Wir stellen auch für die gesamte Region ja sehr viele Arbeitsplätze zur Verfügung in Homburg. Und da ist für mich Naturwarentheis ein Unternehmen, das so richtig zu Homburg passt. Mhm. Und dann auch hier die Frage, welches Unternehmen? Also man könnte viel nehmen, weil es gibt sehr viele Unternehmen in Homburg. Ich nehme jetzt nur die FAST. Das ist eine Ausgründung aus der Universität, vom Campus. Da geht es um Chemie. Die sind mittlerweile gekauft worden von einem großen französischen Konzern, von Eurofins. Auch der Name hat sich dann entsprechend geändert. Das Interessante ist, ich war jetzt kürzlich dort gewesen, habe das angeguckt und das ist schön, wenn, sag ich mal, Arbeitsplätze aus dem Nichts entstehen, beziehungsweise aus dem Nichts in Anführungszeichen, sondern wenn das aus dem Standort herauskommt. Und das sind einige Leute jetzt mittlerweile beschäftigt. Und man sieht, die haben jetzt schon Wachstum hingelegt. Die haben Themen mit Personalbeschaffung. Das ist sehr interessant, wenn man sich das anguckt, weil die können noch keine Tariflöhne zahlen aus der Chemiebranche, weil die einfach nicht so groß sind wie BASF oder andere oder Bayer, die an anderen Standorten dort aktiv sind. Und die haben dort Thema hohe Fluktuation, müssen dann gucken, wie die das geregelt bekommen. Aber es war mal interessant zu sehen, was der Betriebsrat dazu sagt, wie die dort unterwegs sind. Auch mit dem Ausbildungsleiter dort habe ich gesprochen. Die haben viele junge Leute dort. Die haben dort meistens Stationen von 2, 3, 4 Jahren und dann wechseln die in die Großbranche, in Anführungszeichen, und verdienen dann auch mehr Geld. Aber ich glaube, für den Anfang ist das eine gute Sache. Und das ist auch ein Unternehmen in Homburg, das vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber es gehört zum weltweit agierenden Konzern aus Nord. Ja. Okay, dann vielen Dank erstmal. Dann würde ich jetzt quasi ein bisschen mal inhaltlich starten. Worauf können denn Unternehmen jetzt, vielleicht auch die, die Sie schon genannt haben, worauf können die denn zählen, wenn einer von euch Bürgermeister wird? Also was sind da eure Pläne, um auch Unternehmen nachhaltig an Homburg noch immer zu binden und auch dadurch natürlich Arbeitsplätze zu sichern? Also worauf kann man da bei euch zählen? Vielleicht starten wir jetzt mal gerade, machen wir rückwärts die Runde. Also als Oberbürgermeister wird vorhin ja schon mal gesagt, es ist wichtig, dass man verlässlich ist, dass man Ansprechpartner ist. Wenn es um Ansiedlungen geht oder wenn es um Belange der Unternehmen aus der Wirtschaft geht, ist es wichtig, dass das sehr hohe Priorität genießt. Das ist eine 1A-Sache dann. Und der muss sich auch der Oberbürgermeister muss sich der Sache dann selbst annehmen. Kann man jetzt auch nicht irgendwo delegieren und dann laufen lassen. Ich würde ein Beispiel nennen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Es war im Technologiepark, wurde eine Baugenehmigung benötigt. Das hat relativ lange gedauert und es kam auch zu atmosphärischen Störungen dann im Dialog mit der Verwaltung. Und das darf eigentlich nicht sein. Also das muss besser werden. Und ich hätte einen anderen Ansatz als bisher. Okay, was wäre das dann für ein Ansatz? Ja, also ich sage mal, 1A-Priorität. Und ich sage mal, man braucht eine ganz hohe Leidensfähigkeit dann als Politiker oder auch als Oberbürgermeister. Da darf man jetzt nicht irgendwo standesdüngeln, so ich bin der OB und wenn ich angesprochen werde, dann reagiere ich auch. Sondern da muss man auch Klinken putzen und muss auch zu den Leuten gehen und die Wünsche erfüllen, die da sind. Okay, dann vielleicht gerade, willst du vielleicht gerade auch darauf reagieren, was da mit der Baugenehmigung lief? Ja, das ist der Sachverhalt, ist nicht ganz richtig dargestellt. Das war eigentlich gar nicht das Problem dort, sondern da ging es um Dinge, die ich jetzt hier auch vor der Kamera nicht sagen möchte, weil es nämlich um die Frage ging, um Grundstückskäufe, da geht es auch natürlich um Geld und da ist man als Verwaltung, und das ich sag mal, entschuldige ich auch, sage ich mal bei den Kollegen mit der mangelnden Verwaltungserfahrung, dass eben man an gewisse Abläufe in der Verwaltung einfach gebunden ist. Da gibt es gewisse Vorgaben, über diese kann man eben nicht hinwegspringen und deshalb muss man sich eben auch an bestimmte Verfahren halten. Was
mag von außen manchmal so aussehen, naja, das dauert zu lange, aber das hat uns auch die Vergangenheit gezeigt, wenn man über bestimmte Dinge, über bestimmte Richtlinien sich hinwegsitzt, dann geht das ins Gegenteil und darf man als Verwaltungschef nicht, denn man ist in erster Linie Verwaltungschef, nicht Politiker, der da rumläuft und den Leuten die Dinge verspricht und sagt, machen wir alles, können wir alles, sondern es geht eigentlich darum, ordentlich Verwaltung zu arbeiten und das habe ich auch in den letzten 5 Jahren getan. Und für mich ist eben dort wichtig, dass ich als Ansprechpartner zur Verfügung stelle, man muss gut zuhören. Als Oberbürgermeister, was wollen denn die Unternehmen und was brauchen denn die Unternehmen? Das war für mich beispielsweise Anlass, auch bei uns im Industriegebiet Ost eine Wasserstoffstrategie entwickeln zu lassen, weil die Firmen, die dort sitzen, das sind die großen Player, die wir in Homburg haben, aber auch sehr energieintensive Unternehmen, die brauchen beispielsweise Wasserstoff. Da haben wir uns darum gekümmert, habe ich mich darum gekümmert, habe eine Strategie entwickeln lassen, die damals von der damaligen Landesregierung leider nicht uns so unterstützt wurde, um die umzusetzen, dass das heute auch schon klappt. Jetzt nimmt sie es auf. Das ist für mich nochmal ein Zeichen. Ja, wir waren sehr früh dran mit diesem Thema, haben auch die richtigen Strategien dafür. Und ich hoffe, dass das hier eben jetzt auch umgesetzt wird. Und deshalb ist es auch wichtig, ganz eng den Kontakt zu den Firmen zu halten. Und das, glaube ich, wissen die, die bisher mit mir zusammengearbeitet haben, dass sie sich darauf verlassen können. Dann auch an dich die Frage, was kann man machen, um den Wirtschaftsstandort zu erhalten und vielleicht noch zu verbessern? Ja, also ich möchte jetzt nicht auch nochmal, nicht so sehr aufs Detail eingehen, weil wir natürlich im Stadtrat auch manches mitbekommen haben, warum es manchmal nicht so schnell geht, wie man sich das vielleicht wünscht. Also das, was auf jeden Fall richtig ist, das kenne ich ja aus der eigenen Verwaltungserfahrung. Ich bin ja lange Dekan des Fachbereichs Betriebswirtschaft. Also auch in der Hochschule, genauso wie in der öffentlichen Verwaltung, muss man sich an Recht und Gesetz halten. Und wenn man es dann eben nicht tut, dann steht vielleicht der Staatsanwalt, dann klopft dann an die Tür. Das wollen wir ja alle nicht. Also wir müssen ja auch als Verwaltungschef oder zukünftiger Verwaltungschefs dann uns an Recht und Gesetz halten und das sollten wir auch wirklich gewissenhaft tun, denn Homburg hat ja eine belastete Vergangenheit und zwar kommt das jetzt schön verteilt von beiden Parteien, ja, also nicht die Anwesenden, ja, aber es waren eben andere handelnde Personen und das soll Homburg schon eine Lehre sein, deswegen glaube ich, brauchen wir vor allen Dingen Vertrauen, also der Gesprächspartner gegenüber. Wir müssen zuhören als OBs, wir müssen aber jetzt auch nicht jedem nach dem Mund reden, sondern wir müssen gucken, dass wir Wünsche aufnehmen und dann prüfen und dann auch rechtssicher und vielleicht manchmal geht es auch schneller, ja, Bescheid geben, ob man etwas realisieren kann oder nicht. Man kann auch keine Grundstücke jetzt unter Wert verkaufen, das geht auch nicht. Ja. Also da sind einem natürlich die Hände gebunden. Was man vielleicht noch mehr machen könnte, wir haben ja große Industrieflächen oder Gewerbeflächen, wo man Unternehmen ansiedeln könnte. Manchmal gibt es den Wunsch, sowohl von der Stadt als auch vom Stadtrat, ein innovatives Unternehmen nach Homburg zu bringen und dann grätscht aber das LUA aus anderen Gründen dazwischen, dann klappt das eben nicht. Also, aber was ich mir wünschen würde, ist auch aktiver nach außen zu gehen, um diese Flächen auch bei Unternehmen anzubieten, nicht nur jetzt lokal, sondern eben auch bundesweit. Es wurde jetzt schon das Thema Unternehmensansiedlung angesprochen. Jetzt ganz kurz noch auf die Frage antworten. Und zwar, wenn ihr euch ein Unternehmen aussuchen dürftet, komplett egal welches, was sich in Homburg ansiedelt, welches wäre das? Also wirklich ein Wort, jetzt nur das Unternehmen nennen, ganz kurz. Pharmaunternehmen hätte ich gerne in Homburg. Okay, Pharmaunternehmen? Ja, Medizintechnik, geht in die gleiche Richtung, diese Kombination mit Universität und Batterierecycling. Okay, perfekt, vielen Dank. Dann würde ich sagen, auch wenn man wahrscheinlich noch deutlich mehr über das Thema Wirtschaft reden könnte, aufgrund der Zeitgründe würde ich dann zum nächsten Thema gehen. Und da würde ich mit dir, Marc, anfangen. Und zwar, du bist vor allem auch in deiner Bewerbungsrede um die Kandidatur
Bist du darauf eingegangen, dass dein Ziel ist, die Kreisstadt nachhaltig zu gestalten und Homburg schneller nachhaltig zu machen? Und da wäre jetzt meine Frage, was ist da dein Ansatz? Wie möchtest du das schaffen? Okay, ich versuche es mal zu kombinieren mit dem Wirtschaftsstandort. Denn, ja, das geht ja ein bisschen mit der Energie, ja. Nein, also ich fange mal mit der Energieversorgung an. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Wasserstoffstrategie gehen würden, ja, oder das forcieren. Wir brauchen, und die Unternehmen brauchen, verlässlichen Strom und günstigen regenerativen Strom. Und ich glaube, da könnten wir noch mehr tun. Es ist was auf den Weg gebracht, das ist alles in Ordnung. Aber in der Vergangenheit hat man zum Beispiel Windenergie, waren jetzt die anderen sehr ablehnend gegenüber. Und ich würde mir wünschen, dass man in dem Bereich, da haben wir durchaus noch Potenzial. Natürlich braucht man auch die Flächen, wo der Wind dann auch tatsächlich weht, aber dort etwas schneller auch die Voraussetzungen zu schaffen, vielleicht auch mit der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, dass die sich dann vor Ort engagieren, anstatt irgendwo anders in Deutschland und auf der Weißen Triesch, da stehen nämlich dann die vier Windräder, haben wir ein baden-württembergisches Unternehmen. Wir sind froh, dass sie dort sind, aber das hätte auch durchaus in städtischer Hand oder quasi städtischer Hand sein können, beziehungsweise was man noch machen können. Man braucht ja auch die Akzeptanz Bürgerinnen und Bürger für diese erneuerbaren Energien. Und dazu könnte man mit Bürgerenergiegenossenschaften beispielsweise arbeiten, sodass jeder dann einen Vorteil davon hat. Das ist aber nur die Energieversorgung. Dann gibt es natürlich noch Bereiche in der Verkehrspolitik, also dass man Homburg etwas grüner macht, also grüner macht in dem Sinne, dass man Alternativen zum Individualverkehr sucht, also nicht Verbote, sondern Angebote macht, das Radwegenetz ausbaut. Dann gibt es noch das letzte Thema, würde ich jetzt sagen, ist der Königsbruch, die Chancen einer Wiedervernässung der Moore, um CO2 einzuspeichern. Das ist in der Prüfung, aber dann bei der Umsetzung, das zusammen mit touristischer Erschließung, beispielsweise in Zusammenarbeit auch mit dem Campingplatz, kann man das sehr wohl umsetzen, wenn es realisierbar ist. Ja, das ist die Bedingung, wenn es realisierbar ist. Ja, das ist der Knackpunkt. Das wissen wir eben noch nicht. Ja. Okay. Dann wäre auch jetzt natürlich an euch beide meine Frage, was sind da auch eure Pläne? Es wurde jetzt schon einiges gesagt. Vielleicht überschneidet sich das ein oder andere. Vielleicht gibt es auch noch neue Punkte. Vielleicht gerade. Ja, es gibt sicherlich neue Punkte, die ich anführen möchte. Also zunächst einmal, wenn man beim Thema Energie bleiben, dass wir ja eine kommunale Wärmeplanung auf den Weg bringen und wir dort auch neue Ansätze verfolgen. Wir haben Anträge für große Solarparks, von denen ich mir erhoffe, dass wir dort eben auch für die Stadt einen großen Anteil an Strom auch gewinnen können im Sinne der erneuerbaren Energien. Dann verfolge ich einen ganz neuen Ansatz, das ist nämlich die Wärmegewinnung aus Abwasser. Da haben wir gerade im Moment ein Pilotprojekt, das sehr vielversprechend ist, denn das Abwasser ist eh da, das hat auch eine gewisse Temperatur, daraus kann man eben auch sehr viel Wärme generieren. Das ist ja sehr, sehr vielversprechend, muss man sagen. Und wir haben Fernwärmenetz, das muss ausgebaut werden. Da sind wir in der glücklichen Lage, schon etwas zu haben, auf was wir aufbauen können. Also von daher, glaube ich, ist der Energiesektor ein wichtiger Punkt, den man an dieser Stelle weiter ausbauen muss. Was so die Aufenthaltsqualität betrifft, natürlich Homburg in der Innenstadt grüner machen. Auch da haben wir uns auf den Weg bereits gemacht, der sogenannte Vorplatz der Hohenburg. Da gibt es ein ganz tolles Projekt, das vom Bund mit gefördert wird. Da haben wir jetzt eben auch einen landschaftsarchitektonischen Wettbewerb ausgeschrieben gehabt. Da soll sich der gesamte Platz verändern. Das wird alles sehr grün werden mit tollen Aufenthaltsmöglichkeiten. Urban Gardening ist das auch das Stichwort, was dort eben auch zutrifft. Das wird eben auch zu einer Verbesserung, ich sag mal, des Mikroklimas führen, weil wir natürlich eben auch immer tendenziell heißere Sommer bekommen. Das heißt, wir müssen etwas für die Aufenthaltsqualität in der Stadt machen. Dazu gehört es natürlich eben auch, Trinkwasser
Brunnen beispielsweise zu installieren. Da sind zwei derzeit in der Planung, in der Anschaffung, sodass ich glaube, dass dort natürlich noch viel Luft nach oben ist. Und deshalb will ich den eingeschlagenen Weg weitergehen, das, was auf den Weg gebracht ist. Und ja, da könnte man natürlich noch sehr viel sagen, aber ich glaube... Ich glaube auch. So, dann auch hier die Frage, was sind so deine Pläne auch vor allem, es wurde jetzt auch schon viel gesagt, um dann halt ja, den Umweltschutz auch in Homburg voranzutreiben und Homburg nachhaltig zu machen? Also ich würde auch kurz auf das Thema Wasserstoff eingehen. Das ist jetzt teilweise noch Wirtschaft, aber auch Umwelt. Ich war damals auch dabei, als das Papier in Homburg, sag ich mal, besprochen oder auch eingereicht worden ist. Das war bei der Wirtschaftsförderung. Und beim damaligen Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat es aber nicht gereicht, diese Planskizze, um jetzt um das durchzubekommen. Also ich würde auch nicht die Schuld jetzt dem Land dann geben, sondern es war einfach nicht ausreichend an der Stelle. Das Land hatte insgesamt jetzt Pläne, was den Wasserstoff angeht. Also es ist eine Anbindung an das Kernnetz vorgesehen. Es kommt von Rotterdam, wo viel Wasserstoff ist, über das Ruhrgebiet, über Ludwigshafen, also BASF, dann bis ins Saarland. Und da dort viele Abnehmer auf der Strecke sind, ist es so, dass dort schon viel abgegriffen wird. Da weiß man nicht genau, was über das Kernnetz alles noch eingespeist werden kann. Deshalb gibt es ein zusätzliches Netz, das nennt sich Mosaik. Das kommt, da kommt dann ganz viel Wasserstoff aus Frankreich und aus Spanien, also über die Südschiene. Und da wird eine 90-Kilometer-Pipeline zum Teil ertüchtigt und zum Teil neu gebaut, wo der Wasserstoff dann nach Dillingen, nach Völklingen, nach Saarbrücken und auch bis nach Homburg dann gespeist werden kann. Also man hat hier das Thema Energiebedarf, wird dann damit gedeckt, weil der Energiebedarf des Saarlandes wird Stand heute sich verdoppeln, wenn die Stahlproduktion grün gemacht worden ist. Und das sollte bis 2030, soll man hier CO2-frei unterwegs sein. Das ist jetzt, sage ich mal, die Landessicht jetzt zu Homburg. Also es gibt dann eine Anbindung. Es gibt ja, es war mal ein Ring im Gespräch, ein Wasserstoffring in Homburg. Es sind aber einige dann abgesprungen, sodass man jetzt eigentlich nur noch von einer Leitung sprechen kann. Also es ist kein ganzer Ring mehr, der dort benötigt wird, jetzt von den Unternehmen, die das nachfragen. Es gibt einige, die das nachfragen. Von daher ist es wichtig, dass man an beide Netze, die ich jetzt eben genannt habe, angeschlossen ist. Weiterhin ist es so, dass man beim Thema Mobilität jetzt hier noch einiges machen kann. Wir bekommen neue Bahnhaltepunkte in Homburg. Es gibt die Reaktivierung der Bahnstrecke. Das dauert zwar noch 3, 4, 5 Jahre bis 2028, 2029. Aber dort ist es dann wichtig, dass man dann auch die Zufahrten zu den neuen Bahnhaltepunkten in Schwarzenacker, in Schwarzenbach, in Beeden und in Einöd entsprechend gestaltet. Da braucht man Beleuchtung, da braucht man dann auch Ladestationen für Elektrofahrräder. Das wird sich sowieso die Mobilität insgesamt in der ganzen Stadt, im ganzen Saarland und ganz Deutschland auch verändern durch die neuen Fahrzeuge, die jetzt da sind. Die werden auch rege genutzt und das wird immer mehr werden. Und da braucht man halt ein gutes Konzept, wo das kombiniert ist. Sodass man die Mobilität insgesamt nutzen kann. Vielleicht noch ein Satz zum Moor, ist ja auch gefallen. Also Wiedervernässung sehe ich positiv. Es wurden jetzt auch schon Anträge in den Ausschüssen oder im Stadtrat gestellt. Das war meiner Meinung nach zu früh, deswegen haben wir auch dagegen gestimmt. Es gibt ja eine nationale Moorstrategie, die jetzt auf Bundesebene in Beratung ist, die ist noch nicht verabschiedet. Wenn die vorliegt, wird sich dann das dann auf die Landesebene umsetzen. Als Landtagsabgeordneter weiß ich das auch. Dort ist der Umweltausschuss dann aktiv, die dort mit Gesetzen dann vorgehen. Und wenn das soweit ist, kann man auch über eine Wiedervernässung des Königsbruchs sprechen, weil der CO2-Speicher bei den Mooren halt sehr hoch ist. Okay, dann würde ich für euch hier jetzt gerade wegen dem Thema Moor noch einmal nachhaken. Hier wurde ein Antrag abgelehnt. Also ich sage mal das Positive. Ja. Es wurde ja mit einer großen Mehrheit im Stadtrat ein Antrag zugestimmt, nämlich erstmal eine Untersuchung zu machen, ein Gutachten zu erstellen, was denn tatsächlich möglich ist. Ja, und aufgrund, die Ergebnisse liegen noch nicht vor, die sind in Aussicht gestellt. Also zumindest ist es jetzt mein Wissen. Das wird, hoffe ich, vielleicht noch in diesem Jahr dann also kommen. Und dann muss man sich überlegen, was man tatsächlich umsetzen kann. Ja, und es fehlt, muss man auch zugeben, es fehlt noch auf europäischer Ebene, fehlen auch noch Gesetzesgrundlagen. Das heißt also, wir reden hier über ein Projekt, was was weit in die Zukunft geht, wo man dann schon natürlich frühzeitig die ersten Umsetzungen planen kann, wenn man dann weiß, was realisierbar ist. Kurzfristig
hilft aber eher, die müssen wir gucken, dass wir die erneuerbaren Energien, die Produktion hier in Homburg hochfahren. Also das ist ein langfristiges Projekt. Königsbruch ist natürlich im Saarland in Anführungszeichen einzigartig, weil das ist die größte zusammenhängende Moorfläche zusammen mit Rheinland-Pfalz. Also wir müssen da schon vorankommen. Aber jetzt zu versprechen, das kann man in 5 Jahren umsetzen, das ist, glaube ich, etwas zu hoch gegriffen. Willst du vielleicht dazu auch noch? Selbstverständlich. Natürlich will ich auch natürlich zu dem Thema Wiedervernässung der Moore in Homburg was sagen. Denn es gibt ja nicht nur das Königsbruchmoor. Wir haben mehrere Moorflächen und genau die sollen eben untersucht werden. Auf die Frage der Machbarkeit, nämlich welche Auswirkungen hat denn eine Wiedervernässung auf Fauna und Flora, denn man muss ja sehen, durch die Trockenlegung vor vielen 100 Jahren hat sich dort ja jetzt auch etwas Neues entwickelt und keiner weiß bisher, wie wird sich denn eine Wiedervernässung auf das Gebiet auswirken, wie wird sich das auf die Infrastruktur auswirken, denn wir haben ja auch beispielsweise im Königsbruch Infrastruktur wie die Hauptbahnlinie zwischen Frankfurt und Paris, die direkt am Moor liegt. Man muss ja natürlich mal gucken, da gibt es Trinkwasserentnahmestelle für das ganze Ostsaarland. Auch dort muss man natürlich sehen, welche Auswirkungen hat eine Wiedervernässung auf das Moor. Trinkwasser ist ein ganz hohes Gut. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben optimales Trinkwasser in Homburg. Deshalb muss man auch gucken, wie sind denn die Auswirkungen einer Wiedervernässung. Also da sind alles ganz, ganz offene Fragen, die zuerst geklärt werden müssen, bevor man überhaupt entscheiden kann, vernässt man das Moor wieder. Das ist natürlich aus ökologischer Sicht wichtig und gut. Und deshalb prüfen wir ja auch alle Standorte in Homburg und nicht nur das Königsbruch. Und deshalb gilt es aus meiner Sicht eben abzuwarten, welche Auswirkungen hat das im Insgesamten. Und dann kann man darüber entscheiden. Das wird aber nicht die Stadt Homburg machen. Das ist ja gerade schon angeklungen, das ist eine Sache, die das Land betrifft. Wir haben als Homburg gar keine Zuständigkeit dafür, um das auch nochmal klarzustellen. Wenn man, das ist halt natürlich verwaltungsmäßig, ich muss ja natürlich auch dafür zuständig sein. Das sind wir als Stadt Homburg nicht. Deshalb dürfen wir dafür auch kein Geld ausgeben zum Beispiel. Aber das muss mit dem Land geklärt werden. Wir haben im Land uns abgestimmt, gesagt, ja, wir machen die Begutachtung, um zu sehen, was geht nicht. Ist ja auch eben schon gesagt worden, das ist länderübergreifend. Das geht nämlich bis ins Rheinland-Pfalz, bis nach Landstuhl, dieses Moor. Das heißt, da muss man natürlich auch das andere Land mitbeteiligen. Man kann nicht einfach sagen, wir vernässen und darüber gucken wir mal, welche Auswirkungen das hat. Also das sind noch sehr, sehr viele ungeklärte Fragen. Das Thema ist wichtig, das Thema muss verfolgt werden, aber eben mit dem gebotenen, Sorgfalt zu sagen, ja, welche Auswirkungen hat das denn? Alles klar. Ich denke, der Wille muss da sein. Ich denke, über das Thema gibt es bestimmt auch noch viel Diskussionsbedarf. Hier leider muss ich jetzt an der Stelle das Thema beenden, damit wir auch noch zu ein paar anderen Themen kommen. Ich würde gerne noch einmal auf das Thema Verkehr zurückgreifen, weil ich glaube, das ist auch doch die Mobilitätswende ist doch ein wichtiges kommunales Thema, was auch gerade so eine Stadt wie Homburg auf jeden Fall angeht und angehen muss. Deswegen würde ich da vielleicht einfach noch mal nachfragen, was sind da jetzt die konkreten Pläne, auf welche Art der Mobilität soll vielleicht auch gesetzt werden? Ich habe ja schon gehört, die Bahnstrecke wird neu aufgebaut. Also was sind da noch vielleicht so ein paar Pläne, gerade auch zum Radwegenetz? Worauf kann man da dann ja, aufbauen? Wer will hier vielleicht starten? Ja, lege ich mal vor, sozusagen. Also natürlich ist das Thema Mobilität auch eines der zentralen für die Zukunftsgestaltung einer Stadt. Und wir haben auch in Abstimmung mit dem Stadtrat ein Mobilitätskonzept lassen wir gerade erstellen, das sehen soll, wie wir die Verkehre, die verschiedenen Verkehrsarten aufeinander abstimmen. Dazu gehört es natürlich eben einmal die Reaktivierung der Bahnstrecke zu beachten mit der Frage Radverkehr. Wir haben ein Radverkehrskonzept beschlossen, das ist ja zurzeit auch eben auch in der Umsetzung und wir müssen natürlich auch den Autoverkehr, den es nach wie vor auch gibt, den es aus meiner Wahrnehmung heraus auch noch längere Zeit geben wird, weil ich glaube nicht, dass die Mobilität sich so schnell umstellen wird, wie man das sich vielleicht auch wünschen würde, denn deshalb ist es auch wichtig, den
Autoverkehr ganz gut mit im Auge zu behalten. Und das ist eben ein Ansatz, den wir in Homburg auch nach meiner Meinung weiter verfolgen müssen. Das heißt, wir müssen Parkhäuser auch noch bauen, weil damit bekomme ich auch in der Innenstadt eine Verkehrsberuhigung eben hin, weil Ziel ist es natürlich auch, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern. Und da muss ich eben sehen, wie stimme ich die Verkehre aufeinander ab. Natürlich gehört auch der Fußgängerverkehr damit dazu, gerade was die Innenstadt betrifft. Also da setze ich eben auch darauf, dass wir von den Fachleuten die entsprechenden Hinweise bekommen, wie sich eigentlich der Verkehr in Homburg am besten steuern lässt. Okay, dann. Okay, also ich nehme mal ein Projekt raus, wo ich Alleinstellungsmerkmal habe gegenüber den zwei Kandidaten, vermute ich mal. Nämlich, wir sprechen uns ganz klar gegen die Umgehungsstraße B423 neu aus, die schon seit Jahrzehnten versprochen wird, die wahrscheinlich nie kommen wird, weil sie auch die Mastau, also Naherholungsgebiet, durchschneidet und im Vergleich zu anderen Verkehrsprojekten sicher nicht diese hohe Rangliste, also die Rangstellung hat, dass sie letztlich auch realisiert werden kann. Wir sollten in der Verkehrsinfrastruktur viel mehr die Sanierung bestehender Straßen oder Brücken in Blick nehmen. Also, und das Geld kann man nur einmal ausgeben. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns. Was wir aber als Stadt natürlich machen müssen, ist durch die S-Bahn-Reaktivierung, wenn die dann kommt, nämlich das, was Pascal Conigliaro gesagt hat, wir müssen eben dann auch diese Haltepunkte so infrastrukturmäßig herrichten, dass auch die Menschen dieses Angebot auch nutzen können, weil es praktikabel ist. Und dann komme ich noch zu dem Radwegenetz. Das Auto verbannen, also das will ich nicht. Also man kann es aber etwas zurückdrängen, ja, das mit den Parkhäusern, da haben wir ja auch immer, da waren wir auch dafür, ja, dem haben wir auch zugestimmt. Um eben dann mehr Platz in der Innenstadt zu schaffen für andere Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer. Aber das Radwegenetz, das ist eben doch im Moment noch relativ desolat. Es gibt ein Radwegekonzept und da komme ich jetzt auf die Geschwindigkeit, also nochmal zu sprechen. Also man könnte dort schneller sein in der Umsetzung. Um eben um Schulradverkehr, um die Schüler also auch sichere Radwege anzubieten. Also da glaube ich, da kann auch deutlich ein größerer Schub rein, ne, um die einzelnen Verkehrsteilnehmer besser aufeinander abzustimmen, auch ein Angebot zu machen für den Alltagsradverkehr, das heißt auch für Beschäftigte. Ich bin jetzt zum Beispiel heute, ja, ich glaube, ich bin der Einzige, der die Kombination gewählt hat, Fahrrad, Zug und wieder Fahrrad. Und ich war, glaube ich, Und ich war der Erste, der hier war. Ja. Beim Rückweg wird es wahrscheinlich langsamer gehen. Okay. Genau, bevor ich hier nochmal zum Radwegkonzept, dann frage ich auch hier die Frage, wie stehst du zur Umgehungsstraße, was gerade schon angeklungen ist, und generell auch hier nochmal ein bisschen vielleicht zum Thema Verkehr, auch vielleicht zum Thema Radwegekonzept, was wären da deine Ansätze? Ja, ich würde noch kurz was sagen zu dem vorherigen Fragerund, weil ich nicht mehr dran war am Schluss. Also man hört deutlich Verwaltungsleute sprechen und wichtig ist aus meiner Sicht, dass am Ende des Tages sich nicht immer die Bedenkenträger durchsetzen, dann kommt man nämlich gar nicht vorwärts. Ne? Also das wäre noch wichtig. Das Thema Moor ist eine wichtige Sache. Natürlich muss alles geprüft werden und man muss am Schluss zu einem Ergebnis kommen. Und wichtig ist, diese Dinge voranzutreiben, sodass sie auch stattfinden können, bei allen Vorschriften, die zu beachten sind. Das ist der eine Satz, den ich noch sagen wollte. Und zum Thema Verkehr habe ich schon ein bisschen was gesagt. Also Reaktivierung der Bahnlinie, das ist für Homburg ein ganz großer Gewinn. Das ist sehr gut, weil man hier auch an Netze angebunden wird und auch es gelingt nochmal Touristen hierher zu locken, die man sonst nicht bekommen würde. Wir haben hier einen Fernverkehrsanschluss in Homburg. Da geht es auch darum, dort überall die Bretter zu bohren, die man braucht, in Zusammenarbeit mit der Landesregierung, sodass man nicht noch weiter abgehängt wird vom Fernverkehrsnetz. Wir brauchen den Anschluss nach Paris, wir brauchen den Anschluss nach Frankfurt. Und da ist es wichtig, dass man auch in einen Zug in Homburg einsteigen kann und dann auch in München aussteigen kann. Also so diese Züge gibt es noch, es ist zwar nur einer pro Tag, aber es ist wichtig, dass die da sind. Also das ist das große Ganze. Ansonsten, wir haben zwei Autobahnen, die wichtig sind, da macht man als Stadt jetzt zwar direkt nichts, aber das ist die Lage einfach.
die gut ist, und das Drumherum ist wichtig. Also wenn es dann um Ausfahrten geht, zum Beispiel Industriegebiet Ost, hat man ja teilweise Mitspracherecht, teilweise auch nicht, weil es geht auch um die Kosten, aber das haben wir jetzt auch im Stadtrat beim letzten Mal schon gehabt. Wichtig ist, dass eine Lösung kommt, bevor dann auch die Belastung der Anwohner, die an stark befahrenen Straßen sind, ich denke an die Berliner Straße, dass die nicht zu hoch ist, weil die Leute, die dort wohnen, die haben jeden Tag 100.000 Autos, die dort vorbeifahren. Das ist eine ganz hohe Zahl. Zur Umgehungsstraße kann ich kurz was sagen. Wir haben uns eigentlich immer dafür positioniert, und dafür stehe ich auch, dass die Umgehungsstraße umgesetzt wird. Es ist auch ein planmäßiges Verfahren, das jetzt läuft. Faktisch kann man sagen, wird auch schon gesagt, es kommt vielleicht nie, weil auch das Thema Artenschutz eine wichtige Rolle spielt. Es wurden jetzt mehrere Tierarten dort neu aufgefunden, die vorher nicht beobachtet wurden. Also Schwarzstorch war im Gespräch, Fischotter war im Gespräch, wurde gefilmt, Wildkatze. Also es gibt viele Tiere, und das ist auch wichtig. Also das muss man auch beachten, bevor es in die Umsetzung geht. Aber ich würde nicht sagen, was eben gesagt worden ist, dass das geringer Stellenwert hat, dieses Projekt. Also es hat einen Nutzenfaktor von 4,3. Das heißt, der Nutzen ist 4,3-mal so hoch wie der Aufwand, der betrieben wird. Und von daher ist es wichtig. Und ich denke auch an die Menschen, ich habe eben Berliner Straße genannt, ich denke auch an die Menschen in Schwarzenacker und auch an die Menschen in Schwarzenbach, die durch eine stark befahrene B423 belastet sind. Und das würde zu einer deutlichen Entlastung kommen, wenn man die Umgehungsstraße realisieren würde. Also ich glaube, das sind wichtige Punkte, die man ansprechen muss. Zum Radwegekonzept kann ich auch noch kurz was sagen. Ja, ist gut, sollte man machen. Das Konzept liegt vor, und wenn dann ein Antrag im Stadtrat ist, zur konkreten Umsetzung wird er dann von der Stadtratsmehrheit plötzlich wieder abgelehnt. Also das ist etwas inkonsequent. Ich erhoffe mir halt auch nicht durch... von uns. Ja, weil ich war noch nicht fertig, Entschuldigung. Aber das ist ein wichtiges Beispiel, wo man dann sieht, die Leute geben sich ein Radwegekonzept. Wenn es in die Umsetzung eines Einzelprojektes geht, wird es nicht realisiert oder wird es dann abgelehnt, warum auch immer. Ist etwas bedauerlich. Ich erhoffe mir, dass durch veränderte Mehrheiten im Stadtrat dann in Zukunft auch Beschlüsse gefasst werden, die dann zur Umsetzung führen. Okay, dann jetzt noch einmal zum Radwegekonzept die Frage. Hier wurde schon Kritik geübt, dass es ein bisschen langsam geht. Vielleicht, woran liegt das, oder geht es aus deiner Sicht langsam voran? Und dann auch die Frage vielleicht zum Stadtrat, warum wurde denn da der Antrag zum Fahrradwegekonzept abgelehnt? Das Konzept wurde nicht abgelehnt. Nein, Einzelumsetzung. Okay. Also es geht, ja. Also das Radwegekonzept, das ist vom Stadtrat so beschlossen worden. Und es ist natürlich Aufgabe der Verwaltung, die Umsetzung der einzelnen Schritte. Da ist auch schon einiges passiert. Ich sage mal, das fängt an bei den Markierungsarbeiten, bei denen eben auch dann klar gemacht wird, wo Radfahren möglich ist. Und was die Umsetzung betrifft, da sind wir natürlich dabei. Es geht aber, das kann man hier offen sagen, um eine konkrete Geschichte, nämlich da geht es um die Umsetzung obere Allee, untere Allee. Und da haben wir als Verwaltung eine ganz klare Haltung, nämlich dass dort in den nächsten 1-2 Jahren eine Grundsanierung ansteht, nämlich mit Kanalbau und Ähnlichem. Das gibt uns die Möglichkeit, dort die Verkehre miteinander zu planen. Das heißt eben Radverkehr, Autoverkehr, den öffentlichen Personennahverkehr, also Bus, weil dort auch noch eine Schule ist, der Busverkehr, der dort sehr stark ist, miteinander zu kombinieren. Und ich weiß, dass der eine oder andere es hätte, dass wir das jetzt schon umsetzen mit bestimmten Maßnahmen. Da bin ich nicht der Auffassung, sondern dort haben wir eben die Planungen, vielleicht durch einen gesonderten Radweg, das Radfahren dort noch sicherer zu machen. Aber die Planungen legen wir dem Stadtrat vor. Dann soll der Stadtrat entscheiden und soll dann eben auch sagen, welche Variante er wünscht. Da ist aus meiner Sicht Gründlichkeit vor Schnelligkeit auch angesagt, denn da geht es immerhin um ein Stück weit Verkehrssicherheit, die auch gewährleistet werden muss. Und die Verkehrssicherheit ist aber jetzt gerade in diesem Fall, in dem konkreten Fall, weil es Verbindungslinie ist zwischen zwei Gymnasien oder zwei noch weiteren Schulen und dann auch der Uni, die war bei uns immer im Vordergrund. Ja, seit über 15 Jahren ist das schon ein Thema. Es wurde nur von den anderen nie so richtig aufgegriffen.
Ich hätte jetzt auch gesagt, man hätte durchaus probeweise eine Fahrradzone einrichten können, bis dann nachher etwas umgesetzt wird. Und das Problem, ich möchte noch mal auf die B423 neu raus. Also man hat eine Vision oder man verspricht ein Vorhaben, was vielleicht langfristig kommt. Ich glaube, es wird nicht kommen, ohne jetzt schon vielleicht über Möglichkeiten nachzudenken, wie man den Menschen vor Ort an der Straße durch verschiedene Maßnahmen vielleicht jetzt schon helfen kann. Und das macht man nicht, weil man, also das ist meine Kritik, das ist natürlich subjektiv, das macht man nicht, weil man man hat diese große Karotte vor sich hängen und sagt, naja, das kommt doch später und wird alles gelöst über die Umgehungsstraße. Und ich glaube, dass das nicht kommt und dann ist quasi dann seit 40 Jahren, tut sich in dem Bereich zu wenig, um den Menschen tatsächlich... Vielleicht... Hier, du hattest noch nichts zur Umgehungsstraße gesagt, vielleicht noch einen Satz dazu. Und dann müssen wir aber auch, weil wir, wie gesagt, im Zeitplan sein müssen. Vielleicht da noch ganz kurz, die Karotte hängt aber natürlich nicht die Stadt den Leuten vor die Nase. Das habe ich nicht gesagt. Ja, ich will es nur klarstellen, weil es in dem Zusammenhang gesagt wurde, also B423 Umgehung, klar, ist eine Forderung, die schon seit 40 Jahren besteht, stehe ich auch dahinter. Was die Umsetzbarkeit angeht, da habe ich auch meine Zweifel, ob das nochmal so umgesetzt werden wird, weil nach dem, was in den letzten Monaten, Jahren passiert ist, nämlich ist ja schon genannt worden, Wildkatze, Fischotter, all die Dinge, die dort jetzt aufgetaucht sind, das erfordert ja im Prinzip nochmal Planfeststellungsverfahren. Das wird natürlich eben schon, ich sage mal, zumindest mal die Planungen stark zurückwerfen. Ob das dann am Ende nochmal umgesetzt wird, muss man sehen. Also von daher habe ich Zweifel, stehe dahinter, ganz klar, weil das Projekt ist, das wichtig ist für die Leute. Ist ja auch schon gesagt worden, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aus Zeitgründen. Also von daher... Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema auch, was auch in allen Wahlprogrammen auch angesprochen wurde, und zwar das Thema Bildung, Kita-Plätze, Grundschulen. Da würde ich zunächst mal über das Thema Grundschulen sprechen. Und zwar gibt es derzeit in den Schulen Homburg ja teilweise Containerlösungen. Und da wäre jetzt mein Ansatz, was sind da eure Pläne, wie man das Problem eben auch angeht? Und vor allem auch die Frage hier, wie soll das Ganze finanziert werden? Genau, vielleicht fangen wir mit dem Amtsinhaber an. Genau. Ich bin kein Amtsinhaber, ne? Natürlich führe ich die Amtsgeschäfte, klar, aber das ist natürlich ein Thema, das mit Hochdruck weiterverfolgt werden muss. Wir haben jetzt in der Tat, wie du es schon gesagt hast, die Situation, dass wir überall Containerlösungen haben müssen. Das ist etwas, was sich keiner wünscht, das will auch keiner. Die Container bieten aber die Möglichkeit, kurzfristig und schnell eben den benötigten Raum zur Verfügung zu stellen. Mein Ansatz ist da klar. Also ich hatte mal vor 2 Jahren die Verwaltung beauftragt, mal eine Kostenschätzung zu machen. Was kostet es denn, wenn wir alle Grundschule in den Standorten, die wir in Homburg haben, baulich ertüchtigen? Das sind ungefähr 35 Millionen Euro damals gewesen. Ich denke, dass wir heute da eher über 40 Millionen Euro reden, was im Moment natürlich im Haushalt schwierig darzustellen ist, aber eben auch in der Umsetzung sehr schwierig ist, weil uns auch die Leute fehlen, die die Planungen dafür machen, die dann eben auch am Ende zu einem schnellen Erfolg führen würden. Deshalb haben wir uns in der Verwaltung überlegt, wie kommen wir denn schneller zum Ziel? Vielleicht, um Container abbauen zu können. Deshalb favorisieren wir, und das würde ich, wenn ich als Oberbürgermeister gewählt werden würde, genauso weiterverfolgen, eine gebundene Ganztagsschule für Homburg einzurichten. Diese Ganztagsschule haben wir bisher nicht. Und als drittgrößte Stadt im Saarland würde uns das sicherlich gut zu Gesicht stehen, weil es auch diesen Bedarf gibt einer gebundenen Ganztagsschule. Das hätte natürlich den Effekt, weil in eine solche gebundene Ganztagsschule aus alle Ortsteile die Leute in diese Schule ihre Kinder bringen könnten, sodass ich mir davon eine Entlastung in den bisherigen Schulstandorten verspreche, sodass wir dann eben dort auch Container nach und nach abbauen
bauen können und dort die Standorte nach und nach eben mit diesen Maßzahlen dann auch ertüchtigen. Dazu sind auch schon Gespräche mit dem Ministerium geführt worden, dass das auch befürwortet, weil wir haben ja die Situation, dass wir als Kommune für die räumliche Verantwortung, für die räumliche Situation die Verantwortung eben haben und dass das Ministerium eben, das Bildungsministerium sozusagen für den Inhalt, also Lehrer und so weiter, ein Lehrmittel verantwortlich ist. Deshalb muss man das auch abstimmen, weil dort auch noch Schulbezirk gebildet werden muss. Aber das ist alles eigentlich auf dem Weg. Wir könnten dort eben auch relativ schnell loslegen, sodass ich denke, dass wir dort eine Entlastung für die Schulstandorte in Homburg auch hinbekommen würden. Okay, dann vielleicht machen wir gerade bei dir weiter. Was sind deine Pläne? Ich habe einen völlig anderen Ansatz als das, was eben beschrieben worden ist. Eine Zentralschule in Homburg, wo dann aus allen Stadtteilen die Kinder mit Bussen oder mit Fahrzeugen hingefahren werden müssen jeden Tag und wieder abgeholt werden müssen, sehe ich nicht. Mir ist es wichtig, dass die Jugendlichen oder die Kinder in den ersten 10 Lebensjahren eigentlich in den Stadtteilen bleiben können, wo sie wohnen, wo sie aufwachsen. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt, die Identität in den Stadtteilen. Dazu gehört auch Infrastruktur in den Stadtteilen, dass man eigentlich die Grundschulen dort hat, wo die Kinder wohnen und wo sie sich dann auch in einer Klasse zusammen aufhalten können. Also ich sehe es jetzt nicht, dass irgendwie Kinder aus Segersburg dann nach Beden gefahren werden und aus Kirberg nach Beden und so weiter, nur weil dort eine große Zentralschule ist. Also das ist eigentlich... Das unterscheidet uns wesentlich jetzt im Ansatz. Das ist natürlich auch eine politische Frage, weil das weil das auch der Stadtrat dann politisch entscheiden muss, was man dort will. Aber mir ist es wichtig, dass in großen Stadtteilen, wie zum Beispiel Jägersburg, der 3000 Einwohner hat, dass dort eine Grundschule ist. Die wurde damals von der Regierung Peter Müller II, das war eine Alleinregierung damals, geschlossen. Also die CDU hat das geschlossen mit den Mehrheiten, die gehabt haben. Und das muss immer wieder betont werden. Die Leute dort, die wollen eine Grundschule. Da muss man eigentlich nur mal dorthin gehen und fragen, wie es aussieht. Und dann bekommt man ganz schnell die Antwort. Also mit mir als Oberbürgermeister wird es eine solche Lösung nicht geben. Würde mich natürlich an den politischen Mehrheiten orientieren, so wie das gewünscht ist. Aber so die Lösung, die hier skizziert worden ist, die sehe ich nicht. Vielleicht noch eine Sache zu dem Standort Jägersburg. Dadurch, dass die Grundschule geschlossen war, sind in der Vergangenheit viele Fördermittel, die für Digitalisierung und viele andere Dinge zur Verfügung gestanden haben, dann an dem Standort vorbeigeflossen. Und das ist eigentlich ein Versäumnis, das jetzt hier war, wo man das jetzt nochmal aufholen müsste, wenn man nochmal da dran gehen will. Also es wird finanziell eine große Herausforderung, war ja auch eine Frage. Ich sage noch was zu den Finanzen der Kommune. Wir brauchen eine Altschuldenregelung für Kommunen. Wir sind nicht in Bayern, wo die Kommunen, sage ich mal, prosperieren. Ich mache das Beispiel Herzogenaurach. Das sind 3 Weltkonzerne mit Adidas, Puma und Schaeffler. Dort sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen. Bei uns ist das nicht der Fall, weil wir die Konzernsitze nicht in Homburg haben, sondern wir haben eigentlich immer nur die verlängerte Werkbank in Homburg. Das heißt, wir brauchen die Altschuldenregelung für Kommunen im Saarland und auch in ganz Deutschland. Und das wird aktuell blockiert von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und von den unionsgeführten Bundesländern. Also um hier 2/3 Mehrheit hinzubekommen, darf gerne mal Lobbyarbeit gemacht werden. Da kann ich auch den Ball weiterspielen. Also kann man mit seinen eigenen Leuten aus der eigenen Partei überzeugen, dass die Demo zustimmen sollten, weil das wäre eine große Erleichterung für Homburg. Weil ohne solche Regelung wird es ganz schwierig, noch ein Satz. Es wird auch einen kommunalen Finanzausgleich geben von Seiten des Saarlandes. Das ist im Moment ein Gutachten. Das wird erstellt, wie ein kommunaler Finanzausgleich so gestaltet werden kann, dass alle Kommunen zustimmen. Weil beim letzten Mal, in der letzten Legislaturperiode, ist es am Widerstand einzelner Kommunen gescheitert. Und mit einem neuen Plan, sodass das Saarland auch nochmal Mittel in die Kommunen reingibt, wäre dem Ganzen geholfen. Und dann wären auch Finanzierungsmöglichkeiten da. Aus eigener Kraft wird es schwer. Okay, gleich werde ich noch mal Fragen zum Finanzierungsthema stellen. Gleich kommst du noch dran. Ja, ich wollte nur gerade noch auf den Kopfschüttler reagieren zu eben dem Thema mit der Zentralschule. Vielleicht willst du darauf noch ganz kurz eingehen. Ja, weil es einfach sachlich falsch ist. Es gibt ja keine Zentralschule durch eine gebundene Ganztagsschule, sondern das ist ein Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger, die Kinder haben und die das Angebot nutzen möchten in einer gebundenen Ganztagsschule. Wir haben jetzt in allen Schulstandorten die freiwillige Ganztagsschule. In dieser gebundenen verpflichtet man sich eben
den ganzen Tag das Kind dort betreuen zu lassen mit entsprechenden Angeboten, sodass das keine Zentralschule ist, sondern das kann jeder wählen. Wer das nicht annehmen möchte, der braucht auch dort nicht hinzugehen, sondern das ist angebotsorientiert gemeint. Und da ist nach meiner Kenntnis auch ein Bedarf da, dass die Leute das eben auch wünschen. Aber deshalb habe ich eben im Kopf geschüttelt, es ist ja nicht so, dass wir sagen, ihr müsst jetzt dorthin und wir fahren euch von Jägersburg oder von Beden oder von Kirberg dort jetzt hin, sondern wer will, der möchte, der kann. Wer nicht möchte, darf es sein lassen. Der wird an seinem Schulstandort betreut werden. Okay, dann jetzt auch hier noch die Frage zum Thema Grundschulen, was da so die Ideen sind. Also erstens braucht Homburg eine gebundene Ganztagsschule. Also da bin ich jetzt, stimme ich Michael Forster zu. Die Frage ist dann, wo die am geschicktesten platziert wird. Also es ist ein freiwilliges Angebot, deswegen sehe ich das auch so, dass nur derjenige, der also die Lebensgewohnheiten oder die Lebensverhältnisse haben sich verändert, wenn beide Eltern arbeiten. Nehmen wir mal an, bei der Uniklinik oder bei Thais, und dann bringen eben dann vielleicht die Eltern morgens das Kind dorthin und holen es dann eben abends oder am späteren Nachmittag ab und das Kind ist gut versorgt. Und das ist, denke ich, etwas, darauf muss auch eine Kommune reagieren. Die Frage ist, wo es am besten platziert wäre. Man kann natürlich auch gucken, dass es vielleicht dort ist, wo ein neues Quartier entsteht oder in der Gegend oder am Rande, sodass auch aus dem lokalen Umfeld dann die Kinder quasi natürlicherweise dorthin gehen. Ja, und es gibt ja, darüber haben wir gar nicht gesprochen, ja, über Brachflächen, die auch jetzt in Entwicklung sind und das DSD-Gelände. Also dort in der Nähe das anzubringen oder den Standort zu wählen, das wäre eigentlich prädestiniert. Mit den Containerlösungen, wir haben am Anfang, also wir, sage ich jetzt, der Stadtrat, weil der Stadtrat letztlich das entscheidet, ja, die Entscheidung auf Vorschlägen der Verwaltung, ja, und Prüfung der Verwaltung, haben wir eigentlich Container erstmal nur gemietet. Ne, oder, und dann haben wir gemerkt, das ist viel zu teuer. Dann haben wir sie gekauft, und zwar auf kurzfristigen Bedarf hin. Wenn man Planungen in der Tasche hätte, die man sozusagen aus der Schublade zieht, um dann Erweiterungen oder mögliche Erweiterungen an einzelnen Schulstandorten umsetzen zu können, dann wäre vielleicht das eine oder andere, hätte man vielleicht anders lösen können. Aber die jüngsten Entscheidungen jetzt in Beden, die sind faktengetrieben. Ja, und zumindest hatte die große Mehrheit das so im Stadtrat gesehen. Und mit Jägersburg muss man sagen, also da wird ja jetzt die Kita, also die alte Grundschule wird jetzt, da gibt es ein Projekt, da fehlen noch die Fördermittel, aber ich glaube, das ist auf dem Weg. Ja, deswegen, ich glaube, es ist auf dem Weg. Es wurde ja schon dann auch im Land vorgestellt und auch in der Jägersburg selber vorgestellt, dort die Grundschule umzubauen in eine Kita, in eine moderne, ansprechende Kita. Und damit ist natürlich dann die Option weg, die ehemalige Grundschule, die alte Grundschule, wieder in eine Grundschule zu verwandeln. Ja, und ich brauche natürlich auch langfristig gesehen genügend Kinder. Und wer die damals, das ist eben schon vor längerer Zeit, wir waren selber davon betroffen, als die Grundschulen Standorte gekürzt wurden, also reduziert wurden, das ist eine Landesentscheidung. Und das heißt, also wenn ich als Landtagsabgeordneter im Landtag sitze, dann müsste ich das halt dort anstoßen. Ich kann das jetzt locker sagen, weil wir haben keinen Ministerpräsidenten hier gestellt oder keine Ministerpräsidentin in der Vergangenheit. Aber natürlich muss man dann auch als Verwaltungschef immer mit, egal wer dann jetzt die Landesregierung stellt oder auch im Bund regiert, muss man natürlich in Kontakt bleiben und gucken, dass man mit denen dann abgestimmt neue Projekte vorantreibt. Und eine gebundene Ganztagsschule müssen wir in Homburg, also brauchen wir in Homburg. Okay, dann würde ich das Thema Grundschulen jetzt auch an dieser Stelle beenden. Würde nur gerne noch einmal auf das Thema Finanzierung zurückkommen, weil da wurden ja jetzt, wie gesagt, schon einige Projekte genannt, die natürlich alle Geld kosten. Auch vorher schon die Verkehrskonzepte und so, es kostet ja alles Geld. Und durch die Kreisumlage sind ja doch die kommunalen Haushalte relativ stark belastet. Da wurde ja jetzt gerade schon, du hast ja gerade schon ein paar Ansätze, ja, vorgestellt. Und da wäre jetzt vielleicht gerade erstmal an dich auch die Frage, wie du,
wie es bisher läuft, wie vielleicht auch der Haushalt in Homburg aufgestellt ist und wie man auch die Projekte finanzieren kann. Ja, vielleicht fange ich da auch gerade noch mal mit dem Thema Schulfinanzierung an. Ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, 35 Millionen brauchen wir mindestens dafür. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, das Land hat dankenswerterweise ein Schulbauprogramm ins Leben gerufen. Wir haben uns mal ausrechnen lassen, was bedeutet das für Homburg. Das sind 4,8 Millionen Euro, die wir kriegen für den Schulbau. Das sieht man, da klafft eine gewisse Lücke. Die muss eben auch finanziert werden. Und das ist eben, ich sage mal, auch das Dilemma in den Kommunen. Es ist eben schon gesagt worden, wir brauchen einen neuen kommunalen Finanzausgleich. Ich mache hier keine Parteipolitik, wer dran war, wo und wer welches Ministerium geführt hat. Wir könnten gerne diskutieren über die Frage, haben wir überhaupt genug Lehrer für bestimmte Schule. Aber ich mache keine Parteipolitik, sondern ich kümmere mich um die Stadt. Und der Rest, da ist es mir egal, wer dort im Land und im Bund regiert, weil ich das Schicksal der Stadt im Auge habe. Und da gehört es aus meiner Sicht eben dazu, dass die Kommunen vernünftig mit Geld ausgestattet sind. Das wird sich jetzt zeigen, ob denn das Land und der Bund bereit sind, Kommunen so zu stellen, dass sie ihre Angelegenheiten aus eigener Kraft auch erledigen können. Denn um ein paar Rahmendaten zu nennen, die Stadt Homburg hat einen Volumen vom Haushalt 100 Millionen Euro. Wir haben in den frühen 2000er Jahren Gewerbesteuereinnahmen von ungefähr 45 Millionen Euro gehabt, zwischen 40 und 45 Millionen. Die Kollegen wissen es, wir haben für den Haushalt 2024 18 Millionen eingeplant, weil wir im Prinzip nicht mehr erwarten dürfen im Moment. Das hat unterschiedliche Ursachen. Das zeigt eben, dass wir als Kommune ein Einnahmeproblem haben. Wir haben natürlich auch ein Stück weit ein Ausgabeproblem. Das haben wir aber in den letzten Jahren auch in den Griff bekommen. Das heißt, wir haben Ausgaben reduziert. Wir haben es geschafft, als Stadt Homburg die Saarland-Pakt-Kriterien einzuhalten. Das waren sehr, sehr große Sparbemühungen, die wir eingehalten haben. Wir haben es auch geschafft, vor dem laufenden Haushaltsjahr einen Haushalt zu verabschieden, der einstimmig oder mit großer Mehrheit genauso verabschiedet wurde. Und die Spielräume bei den kommunalen Finanzen werden eben immer enger an dieser Stelle. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir einen Finanzausgleich bekommen, der dann auch den Kommunen Investitionen in die Zukunft ermöglicht. Wir haben jetzt beispielsweise, weil wir Sanierungskommune sind, vom Land die Vorgabe, unser Investitionen natürlich darzulegen, ein Investitionsprogramm. Wir dürfen jetzt ohne weitere Schulden aufzunehmen, nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 2,5 Millionen Euro investieren. Wir haben ein Volumen von 100 Millionen. Das zeigt, warum bei uns Infrastruktur, Straßen, Schulen, Gebäude so sind, wie sie sind über die letzten Jahre. Wir dürfen zwar in bestimmten Bereichen, jetzt Schule, Feuerwehr, Sonderkredite aufnehmen, aber die werden uns natürlich bei der Defizitobergrenze berechnet. Also der Schuldendienst, den wir dort haben, bei den derzeitigen Schulden, Zinsen, kann man sich ausrechnen, dass dort nicht viel Luft eben ist. Das heißt, wir sind in einem klassischen Dilemma als Kommune. Wir sind auch, wenn ich es mal so formulieren darf, am Ende der Nahrungskette. Der Bund, das Land bestellt und wir bezahlen. Und das kann nicht mehr so weitergehen. Also ganz klar für mich ist die Frage, oder ganz klar ist für mich das Konnexitätsprinzip als Grundlage anzuwenden, nämlich wer bestellt, der bezahlt. Ne? Sie haben, oder du hast das Thema Schule genannt, da lässt sich das Beispiel auch gut darlegen, nämlich ab dem 01.01.26 Ganztagsanspruch für die Kinder. Bund hat das beschlossen, tolles Gesetz, super, für die Familie, klasse, gut. Die Kommunen sollen es umsetzen.
wenn dort noch eine hundertprozentige Finanzierung da wäre, dass man sagt, ja, wir bezahlen diese Kosten von Bundesseite aus und wir helfen euch noch beim Personal, denn wir haben auch ein Problem, das umzusetzen, weil wir auch nicht die entsprechenden Fachleute in der hohen Zahl haben, die das in der Geschwindigkeit erfordern würde. Also da ist aus meiner Sicht ganz klar, wer bestellt, bezahlt. Und die Kommunen, die müssen eben so ausgestattet werden im Finanzausgleich. Und deshalb ist es auch spannend, was da auf uns zukommt, dass eben auch wir unsere Aufgaben aus eigener Kraft erledigen können. Okay, dann vielleicht auch noch an dich die Frage zum Thema, vielleicht kurz halten, wenn es möglich ist. Ja, also die Schwierigkeiten, die Homburg hat als Sanierungshaushalt, dann die Eingrenzung, diesen Saarlandpakt, die kennen wir. Da haben wir uns auch immer konstruktiv an den Haushaltsberatungen beteiligt. Also ich glaube, das gilt dann für alle. Ja, also das heißt, und es ist toll, dass der Haushalt schon viel früher aufgestellt wurde, als es in der Vergangenheit war. Also das heißt, die Verwaltung macht da in dem Bereich auch wirklich gute Arbeit, das muss man loben. Aber das Grundproblem die Aufgaben, die einem aufgedrückt werden, die man selber nicht in der Hand hat, sozusagen, das, was von oben bestellt wird und dass dann aber die Mittel nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden, das bleibt bestehen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die wir nicht so in der Hand haben oder die wir durchaus gestalten können, beziehungsweise man kann eigentlich jetzt, also man kann das aus viele Dinge, also Sanierungen, die nötig sind, auch von städtischen Immobilien, ob das jetzt die Hohenburgschule ist, das alte Rathaus, ob das die Sporthalle in Erbach ist, ob das das Waldstadion ist. Und ich spreche jetzt gar nicht von Kanälen und Straßen. Das kann eine Kommune eigentlich nur über zusätzliche Akquise von Fördermitteln, die quasi außerhalb stehen, erreichen. Und dazu braucht es aus meiner Sicht vielleicht noch ein, zwei Fachleute, die man mit in die Verwaltung jetzt mit reinholt, die dann eben auch solche Fördertöpfe dann anzapfen können. Weil ich glaube, das ist leider, also ich glaube, ein Altschuldenerlass ist genauso wie die B423, ich glaube, der kommt nicht, also auch wenn das wünschenswert ist. Ja, aber das ist auch so, ich muss eben dann gucken, wie kriege ich auf anderen Wege eine Finanzierung hin oder eine Unterstützung. Ein Problem ist natürlich auch die Kreisumlage. Ja, dass der jetzt hier im Kreis, da sind aber dann wahrscheinlich alle hier auch mit an Bord, weil jeder hat Personen und Parteifreunde, die im Kreistag sitzen. Ja? Und da werden einfach, dort guckt keiner auf die Personalentwicklung im Landratsamt, weil der Landrat ganz einfach sagen kann, okay, wenn da die Kosten steigen, Personalkosten, auch dort eine große Ausgabe, dann wird es einfach umgelegt auf die Kommunen. Und wir müssen das als Stadt akzeptieren. Das heißt, wir müssen also auch da versuchen, mehr Einfluss zu nehmen, dass hier die Personalausgaben in bestimmten Bereichen nicht explodieren. Homburg hat hier schon viel gemacht, ja, immer in Zusammenarbeit dann auch, ja, aber auch andere sind gefragt. Okay, vielleicht noch die Frage, willst du noch was zum Thema? Ich würde gerne auch noch was sagen, weil ich war bei der Frage noch nicht dran, auch wenn jetzt lange Redezeiten waren. Also einmal eine Feststellung jetzt an der Stelle, es herrscht offensichtlich große Einigkeit zwischen den beiden anderen Kandidaten. Also ich sage mal, für den Wähler ist es dann wohl ein Thema, also will man das so haben, wie es bisher war, dann einer der beiden, oder will man was anderes, dann kann man mich wählen an der Stelle. Und man muss auch jetzt im Wahlkampf etwas Parteipolitik machen, weil einfach so, ja, die Unterschiede sind nicht so wichtig und wir machen einfach weiter. Das sehe ich nicht. Es geht darum, auch sich zu positionieren und den Unterschied zu sehen, was man will. Also ich sehe hier keine großen Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. Es ist eigentlich beliebig, wen man dann wählen kann. Ich habe hier ein anderes Konzept an der Stelle. Und zum Thema Finanzen habe ich vorhin schon das eine oder andere gesagt. Es wurde ja auch einiges ergänzt. Ich würde jetzt noch ergänzen, was wichtig ist. Wir haben dem Haushalt auch zugestimmt, weil es einfach wichtig ist, dass eine Handlungsfähigkeit gegeben ist. Auch wenn uns jetzt nicht alles gefallen hat, jede einzelne Position, die im Haushalt drin war. Wir haben intensiv darüber diskutiert. Wir würden, sag ich mal, mit einer größeren Mehrheit im Stadtrat und mit einem anderen Oberbürgermeister etwas andere Akzente setzen, insbesondere im Bereich Jugendpolitik und Sozialpolitik. Das ist leider etwas kurz, was die Ausgabenpositionen angeht. Zum
Ja, ich gehe aber jetzt gerade um Finanzen. Entschuldigung, ja, wenn ich das gerade noch ausführen darf. Also ja, nochmal, ja, im Jugendbereich und im Sozialbereich, das ist so die, was dort vorgelegt wird, ist dünn. Wir haben dann auch mit Anträgen, mit Fraktionsanträgen in Stadtratssitzungen dafür gesorgt, dass zum Beispiel nochmal eine Jugendpflegestelle neu besetzt wird. Die wäre nämlich nach den Vorschlägen der Verwaltung dann abgeschafft worden. Ich glaube, im Bereich Jugend hat die Stadt Homburg hat einiges zu bieten, aber das ist noch ausbaufähig, auch insbesondere das Alter 15 bis 30 Jahre. Also da hat die Stadt Homburg fast gar nichts. Und da hat man auch einige Ansätze, oder ich habe auch einige Ansätze jetzt in meinem Wahlprogramm, was ich dort verändern will. Alles klar, dann vielen Dank. Dann würde ich jetzt die ganze Sache schließen. Ich hätte gern noch über viele andere Themen gesprochen. Ich hatte auch noch viele andere Fragen da stehen, aber leider ist es zeitlich, ist die Zeit ausgereizt. Dennoch würde ich zum Abschluss sagen, dass jeder, und da bitte ich euch auch zeitlich, versuchen sich dran zu halten. Und zwar hat jetzt jeder noch eine Minute Zeit, ein Abschlussstatement zu geben, jetzt kurz vor der Wahl. Warum sollte man euch am 9. Juni wählen? Genau, wer möchte mit dem Abschlussstatement anfangen? Ich kann anfangen. Ja. Also, ich würde mich freuen für Unterstützung. Ich bitte um das Vertrauen. Ich bin das Gegenmodell zu dem, was bisher war. Ich bin der jüngste Bewerber mit 46 Jahren. Ich bringe ein komplettes Paket mit, sehr gut ausgebildet. Der Piazzolo war mein Hochschullehrer in VWL und Statistik und hat auch meine Diplomarbeit korrigiert. Beim BWL schon, von daher haben wir da einiges schon gelernt, aber man hat sich natürlich auch weiterentwickelt in der Zwischenzeit. Ich habe über 20 Jahre in Banken gearbeitet, ich kenne mich im Finanzbereich und Wirtschaftsbereich sehr gut aus, habe dort Mittelstandsfinanzierung gemacht in Deutschland und in Frankreich. Ich bin Deutsch-Franzose, bringe viele Kompetenzen mit in den letzten beiden Jahren als hauptberuflich tätiger Politiker. Auf der Landesebene als Landtagsabgeordneter habe ich sehr viele Beziehungen geknüpft. Das ist auch was eine Kommune braucht. Man braucht ein großes Beziehungsnetz im Saarland und über die Grenzen des Saarlandes hinaus. Das sehe ich bei den anderen Bewerbern nicht in dem Maße. Also ich habe da ganz viel, was ich mitbringen kann. Ich glaube, das würde der Stadt Homburg sehr gut zu Gesicht stehen. Von daher würde ich mich freuen für Unterstützung und Feuer frei. Gut, dann gehen wir, würde ich sagen, gerade einfach die Reihe um. Dann. Ja, ich habe es ja anfangs schon gesagt, ich bin in Homburg verwurzelt. Ich bin in Homburg aufgewachsen. Ich habe über viele Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in Homburg absolviert. Ich weiß eben, wo der Schuh an dieser Stelle drückt auch. Und deshalb habe ich auch in den letzten 5 Jahren, solange ich eben die Geschäfte des Oberbürgermeisters führe, gezeigt, dass ich die Verwaltung leiten kann. Ich habe vieles auf den Weg gebracht, was ich vollenden möchte. Ich bitte um das Vertrauen der Menschen in Homburg, der Bürgerinnen und Bürger in mich zu setzen, dass dieser stabile Weg der Konsolidierung, der Verlässlichkeit auch genauso weitergeht. Und deshalb bitte ich um das Vertrauen der Menschen. Und dann noch zu guter Letzt. Ja, also ich werbe für mich in der Hinsicht, dass ich bestimmte Visionen für Homburg habe, die in Richtung Nachhaltigkeit, in ein anderes Verkehrsmodell gehen, die aber dann immer auch die Finanzierung mit auch im Blick haben, weil ich ja Ökonom bin, mit großer Verwaltungserfahrung. Ich möchte keine Versprechungen machen, die ich letztlich nicht halten kann. Und ich glaube, an bestimmten Großprojekten gibt es Versprechungen, die man vielleicht aus wahltaktischen Gründen macht, die aber eigentlich nicht realisierbar sind. Also gleichzeitig möchte ich ein offenes Ohr haben oder habe ich ein offenes Ohr für Mitbürgerinnen und Mitbürger und war natürlich, das ist richtig, an vielen Entscheidungen der letzten 5 Jahre auch kritisch beteiligt. Aber ich denke, es könnte einiges auch an den Projekten, die angestoßen sind oder die noch anzustoßen sind, etwas schneller gehen. Und ich glaube, das kriege ich hin. Vielen Dank. Alles klar. Dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir gesprochen habt. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für die Moderation.